Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Das hier hinten, man sieht auch gar nicht alles, das fängt ganz oben an und geht bis ganz runter, ist meine Parfumsammlung ohne die Latafas, ohne die Dupes, ohne, naja. Also meine Grundparfumsammlung siehst du hinter mir und die werde ich dir jetzt in aller Ruhe zeigen. Und was du jetzt machen kannst, mach hier Pause. Hol dir was zu trinken, hol dir was zu essen, mach's dir richtig bequem. Und es kann ein bisschen dauern. Wir sehen uns also gleich. Wir starten ganz direkt und ich muss sagen, ich bin nicht ganz glücklich mit der Perspektive, aber ich verspreche euch, das ist nur ein Regal und die anderen Regale werden besser, wirklich versprochen. Nur mein Stativ ist nicht so hoch, dass es hier hochkommt und ja, okay. Ihr habt hoffentlich was zu trinken, was zu essen. Seid ganz entspannt und ich verspreche euch, ich zeige euch wirklich alles, was da oben ist, auch wenn ihr es jetzt noch nicht so gut sehen könnt. Und wir starten mal zur Abwechslung mit dem schlechtesten Duft oder einem der schlechtesten Düfte, den ich besitze. Es ist der Pani Walewska Ruby. Ich finde den so schlimm. Ich habe mir den mal blind gekauft und ganz schlimm. Denkt bitte dran, ich kann nicht zu jedem Duft jetzt eine ausführliche Review machen, aber ihr könnt sofort jetzt in die Kommentare reinschreiben, welchen Duft ihr nochmal sehen wollt, beziehungsweise welcher Duft euch interessiert, was ich noch abdrehen soll. Genau, dann geht's weiter. Übrigens, ich habe meine Düfte so ein bisschen nach Farbe geordnet. Also, du wirst sehen, bei mir sind Cheapies, Designer und teure Nische wirklich nebeneinander. Ich mache da keinen Unterschied. Das ist mir ganz wichtig. Also bei mir geht es eher nach Farben. Wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt sie auch gerne mal in die Kommentare. Genau. L'Onde di Givenchy, brauche ich glaube ich nichts sagen. Der Rouge, ein wunderschöner Duft. Kennen sehr, sehr viele. Dahinter verbirgt sich Marussia. Meine Freundin trägt den so gerne und er steht ihr so, so, so gut. Vielleicht sieht sie dieses Video. Also, du weißt, wie sehr ich den Marussia an dir liebe. Und der ist immer noch so außergewöhnlich. Kein Duft. Wirklich keiner riecht wie Marussia. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man ja selber überlegen. Das da hinten ist was Amade Eau de Parfum. Das ist was Nostalgisches. Das ist eigentlich eine ganz intime Sache. Den hat sich meine Oma als letztes gekauft, bevor sie gestorben ist. Und ich habe mir den dann genommen, nachdem sie tot war. Und ja, das ist so eine traurige Story, aber es hat mir schon mal jemand sehr viel Geld für diesen Duft geboten. Ganz was Orientalisches. Aber der bleibt hier für ever und ever. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal den bei Parfumo suchen. Aber ich glaube, den gibt's. Dann steht neben dem günstigen Marussia bei mir zum Beispiel hier der Initio. Und zwar der. Welcher ist denn das? Moment. Der Absolute Aphrodisiac. Ein ganz, ganz schöner Nischenduft. Der, ja, wie soll ich sagen, der hat so eine ganz feine Animalik. Aber so, dass sie auch Leuten, die Animalik nicht mögen, gefällt. Und eine schöne Vanille. Und also ein ganz, ganz toller Duft. Dahinter haben wir jetzt zur Abwechslung mal den aller hässlichsten Flakon, denke ich, in meiner Sammlung. Ich hole mir den mal her. Das ist der Intimate Silhouette. Wie hieß denn der Designer nochmal? Moment. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ich blende euch den Designer ein. Ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Und ja, wunderschöner Duft. Aber ich finde den Flakon wirklich ganz schlimm. Und auch hier meine Flakons sehen irgendwie hier in diesem Licht so ein bisschen bekrabbelt aus, so ein bisschen staubig und schmutzig. Wirkt in echt nicht so, muss ich ja sagen, wirkt nur in der Kamera so. Genau, wir sind wie gesagt hier im Keller. Hier ist es dunkel, hier ist es kalt, hier ist es gerne auch mal staubig. Ich habe ein Tablett, wo ich diese Düfte einmal die Woche austausche, wenn ich sage, okay, ich nehme mir halt mal 7, 8, 9, 10 Düfte mit hoch in meinen Wohnbereich. Und dann tausche ich das nach einer Woche wieder aus. Das ist übrigens ein super Tipp, um auch mal alle seine Düfte so ein bisschen zu gebrauchen. Es kommt natürlich trotzdem vor, dass ich mir einen Duft einbilde, der jetzt gerade zufällig im Keller ist. Und dann laufe ich natürlich auch runter und hole mir diesen Duft. Genau.
Dann der mittlerweile discontinuierte Duft à la Folie. Der ist auch so schmuddelig. Ja, den will ich euch gar nicht mehr groß zeigen. Den gibt es eh nicht mehr. War oder ist auch ein wunderschöner Duft. Aber wie gesagt, den gibt es eh nicht mehr. Dann haben wir hier den Amethyst Exquise. Den habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Der ist von Lalique. Ein wunderschöner Bärenduft. Bitte ganz gut aufpassen, wenn ihr euch den kauft. Nicht den normalen Amethyst nehmen, sondern den Exquise. Den finde ich viel, viel besser. Und den hat mir eine liebe Zuschauerin geschenkt. Und ich finde den so, so, so schön. Oh, das ist so ein ganz, ganz schöner Bärenduft. Der ist richtig schön. Den werde ich mir diese Woche gleich mal mit hochnehmen, denke ich. Genau, Poison Girl, Oldtime-Klassiker. Jeder liebt, also nein, stimmt nicht. Nicht jeder liebt Poison Girl, aber ich bekomme immer bei Poison Girl ein Kompliment. Ich glaube, das ist mit einer der Düfte in meiner Sammlung, der bis jetzt die meisten Komplimente erhascht hat. Poison Girl von Dior. Dahinter versteckt sich der gute Chill von Chill Sander. Auch ein wirklich, wirklich schöner Duft. Ich glaube mittlerweile auch discontinued, traurig. Auch wirklich ein richtig, richtig, richtig schöner Duft. Dann versteckt sich dahinter ein Zara-Duft. Das ist der Soleil de Cade. Der hat gar nichts mit Sonne zu tun. Der heißt zwar Soleil, aber ist jetzt nichts Sonnencremiges oder so. Ist ein netter Zara-Duft. Genau. Hier hinten seht ihr auch immer mal Boxen. Das hat bei mir, also diese Parfümverpackungen, das hat bei mir ganz praktische Gründe, wenn ich ehrlich sein darf. Und zwar, bei mir im Keller hallt es ziemlich. Und damit es für euch angenehmer ist, brauche ich für die Akustik viel Pappe, Teppiche. Also ich brauche einfach Dinge, die den Raum füllen. Und da sind solche Verpackungen ideal. Deswegen hebe ich meine Verpackungen eigentlich fast immer auf. Genau. Coco Noir von Chanel. Auch wirklich ein schöner, außergewöhnlicher Duft. Einer meiner absoluten Lieblinge ever. Es ist der Kajali Vanilla 28. Ich habe lange gebraucht, um mich auf diesen Duft einzulassen. Ich fand den irgendwie immer so langweilig und so, nee, den kaufe ich mir nicht, sehe ich ja gar nicht ein. Habe das so ein bisschen boykottiert und ja, was soll ich sagen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn Frühling, Sommer, Herbst und Winter und ich liebe ihn vor allem auch zum Layern. Demnächst kommt ein Vanille-Video. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den da auch nochmal siehst. Und da werde ich dir auch genaueres zu dem Kajali sagen, falls du den noch nicht kennst. Hinter Kajali versteckt sich ein Gas, der Seductive Noir. Der Seductive Noir ist ein auch schöner Duft mit Lavendel. Hat so ein bisschen Mogola-Vibes. Ja? Also schon mal im Hinterkopf, wenn du was Mogola-mäßiges suchst, was auch recht günstig ist, dann könnte der Gas Seductive Noir etwas sein für dich. Weiter geht's bei Tom Ford Oud Wood. Ja, ist auch ein Klassiker, ein schöner Duft, sehr teuer. Tom Ford ist nur ein Designer, hat aber Preise wie in der Nische, aber der ist wirklich gut. Der ist bei mir so gut wie leer, leider. Ob ich mir den nachkaufe, weiß ich nicht. Das ist was, was ich wirklich von einem sehr, sehr guten Angebot abhängig machen würde. Dann kommen hier ein paar Chalimars. Der erste Chalimar, den ich dir zeigen möchte von Guerlain, ist der Filtre de Parfum. Das ist ein Abkömmling von dem ganz normalen Chalimar. Den ganz normalen Chalimar besitze ich nicht mehr. Ich habe den verkauft. Ich habe hier den Filtre de Parfum. Den finde ich ganz, ganz schön für Herbst, Winter. Und hier habe ich die Flenker, diese Jahresflenker, die einmal im Jahr rauskommen. Ich habe hier zum Beispiel Millésime Tonka. Ich denke, das war der vom letzten Jahr. Dann habe ich den Millésime Iris. Das ist der von diesem Jahr. Ich finde die alle schön. Die finde ich alle wirklich richtig schön. Ich bin nur super, super sparsam mit diesen Düften. Was eigentlich traurig ist, weil ich bin ja immer der Meinung, man soll Düfte auch nutzen. Aber ich weiß halt, dass die discontinued sind, dass die nie wieder geben wird, dass die extremen Preise dann auch steigen. Und
Deswegen nutze ich die eigentlich viel zu wenig und das möchte ich auch unbedingt wieder ändern. Und hier habe ich noch den Chalimar Millesim Vanilla Planifolia. Das ist mal eine richtig, richtig schöne Vanille. Man sieht es, glaube ich, auch schon an der Farbe. Man muss Chalimar mögen, um diese Düfte zu mögen. Also die haben schon alle auch eine gewisse Chalimar-Note. So, und dann gehen wir eine Station tiefer und jetzt müsste es für euch ein bisschen angenehmer werden, hoffe ich. Wir befinden uns ein Stockwerk tiefer in meinem Regal. Ja, das ist hier alles nicht sonderlich schön, aber ihr solltet ja wirklich wissen, wie es bei mir wirklich aussieht. Also ich habe hier keinen alten schönen Holzschrank aus dem 18. Jahrhundert oder so. Nein, ich habe hier wirklich so ein Schwerlastträger-Dings. Also bei mir ist es ziemlich unromantisch hier in diesem Keller, aber wie gesagt, diese Düfte, denen geht es hier unten einfach prima, weil sie, ja, von der Temperatur und vom Licht und so ist es halt alles einfach toll. Ich fange ganz an der Seite an. Es ist der Livre Bleu von Ormai. Das ist ein wunderschöner, der hat auch ein bisschen Staub, peinlich. Das ist ein wunderschöner Gourmand mit einer schönen Schokonote. Ich bin nun mal nicht so der Schokofan. Im echten Leben leider schon, aber nicht in Düften. Da habe ich immer so das Gefühl, das riecht nicht nach Schoko, das riecht irgendwie nach was anderem und das, nee, m-m. Das ist ein richtig schöner Gourmand und ganz natürlich und das ist auch so, der Flakon finde ich, den finde ich richtig, richtig toll. Dann geht es weiter hier mit einem Kajali, das ist der Déjà Vu White Flower. Der Kajali, ach, das ist auch so ein schöner Duft. Ich weiß, manche hassen den, manche lieben den, ich liebe ihn und ich layer den auch so, so gerne. Ich glaube überhaupt, dass die Kajali-Düfte, also ich layer Kajali-Düfte wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Genau, der Déjà Vu White Flower. Dann habe ich hier ein ganz günstiges Parfum von All Rehab oder All Rehab, das heißt Soft. Hat man bei TikTok auch mal rauf und runter gesehen. Braucht man nicht, wenn man den Pink Sugar hat oder wenn man den hat, braucht man nicht den Pink Sugar. Ich finde, die sind sich sehr die sind sich sehr gleich. Also das ist einfach süß und mädchenhaft und ja, das ist was, wo man auf jeden Fall Komplimente bekommt, weil Leute einfach um einen herum das oft gerne riechen, ist mir aufgefallen. Ist nicht die größte Parfümeurskunst, um es mal vorsichtig zu sagen. Dann einer, den ich auch sehr liebe, was mich auch wundert, weil ich nicht so der Deutsche und Gabbana-Fan bin bei Düften, das ist The Only One. Und das ist einer, der lässt mich immer irgendwie glamourös fühlen. Ich weiß nicht, wieso, Leute, der hat jetzt nicht irgendwie was Besonderes drin. Das ist so ein, ich sprühe den mal. Ich liebe diesen Duft, leider hat er eine relativ schlechte Projektion, hält nicht ewig, aber ich habe den noch nicht mal so lange und ich habe da schon echt gut was versprüht. Ganz schöner Duft, stelle ich euch gerne auch mal noch näher vor, wenn ihr das möchtet. Dann habe ich Guerlain Le Petit Robe Noir. Ein schöner, ja, hat was Kirschiges. Habe ich euch, glaube ich, noch nicht so oft gezeigt. Dahinter versteckt sich L'Enter de Givenchy, das Eau de Parfum. Moment. Muss ich selber gerade spicken. Genau, das Eau de Parfum. Das normale L'Enter de, das L'Enter de Douche steht woanders. Also ihr seht, ich tue auch nicht nach Marken sortieren oder so. Bei mir ist wirklich, wirklich nach Farbe. Und das habe ich in meinem Kopf schon so verankert, dass ich genau weiß, wenn ich einen bestimmten Duft suche, dann weiß ich, wie die Flasche ist und dann weiß ich genau, wo ich gucken muss. Also da bin ich wirklich ja, sehr einfach gestrickt. Ja, genau. Der Chanel Nummer 5 ist für mich der Klassiker der Duftwelt schlechthin. Es ist mir völlig egal, was andere über diesen Duft sagen. Es ist ein Duft mit Charakter. Es ist ein wunderschöner Duft. Es ist kein Oma-Duft. Es ist kein Oma-Duft. Weil als Omas diesen Duft getragen haben, waren sie junge Frauen mit 22 bis, weiß ich nicht, 35, keine Ahnung. Deshalb nein, es ist kein Oma-Duft, er ist wunderschön in meiner Nase und ich trage ihn manchmal und ich fühle mich immer gut angezogen mit diesem Chanel Nummer 5. Den habe ich von jemandem geschenkt bekommen, der leider schon verstorben ist und deswegen wird der auch
für immer und immer in meiner Sammlung bleiben und den nutze ich auch sehr wenig. Wenn ich Chanel Nummer 5 nutze, dann greife ich mal ein Stockwerk tiefer. Dann habe ich hier noch ein Chanel Nummer 5. Das ist dann aber das Eau de Toilette, glaube ich. Moment. Genau, das ist Eau de Toilette. Das habe ich hier ein Stockwerk tiefer stehen. Dann haben wir hier einen, ja, sag's mir. Ich muss spicken, Leute, es tut mir so leid. Wahrscheinlich wisst ihr es schon lange. Genau, der Suave Petals von The Merchant of Venice. Also jetzt wird es ja schon hinten höher wie vorne. Jetzt fahren mir schon meine Düfte nicht mehr ein, aber ich trage den so selten. Das sieht zwar aus, als würde ich den oft tragen, aber das tue ich gar nicht. Den habe ich Gebrauch gekauft, da hat schon einiges gefehlt und das ist so ein bisschen ein Stiefkind in meiner Sammlung. Wenn ich schon den Namen eines Duftes nicht weiß und da schon nachschauen muss, ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen. Dann haben wir hier den Mikalev, den Ylang in Gold. Der ist auch discontinued mittlerweile. Ich glaube, nur der Nektar, den gibt es noch. Das ist hier aber wirklich der ganz normale. Und guckt mal. Oh, schön, oder? Sieht man das gut in der Kamera? Ja, ich denke. Ja, Ylang in Gold. Genauso ist er auch. Sehr cremig, sonnencremig. Ich trage den gerne im Sommer. Ich trage den nur im Sommer. Und das ist auch schon wieder so eine Sache. Seit ich weiß, dass der discontinued ist, traue ich mich, den weniger zu tragen. Und das ärgert mich dann immer, weil ich ja immer wieder betone, Düfte sind zum Tragen da. Dann hier einer, der ist nicht continued. Discontinued wird aber wahrscheinlich auch so lange schnell nicht werden. Der Yves Saint Laurent Libre Intense oder Intense. Ja, ist ein super Duft. Ja, ist etwas weicher und vanilliger als der normale Libre. Und mittlerweile gibt es ja schon wieder 412 Flenker. Und Leute, das macht mich müde. Ja, ich liebe Düfte. Und ich bin momentan so in diesem Latafa-Fieber und in dieser arabischen Welt, weil mich diese Düfte momentan aus den Designern hier bei uns einfach langweilen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ich mal wieder einen guten Designerduft finden würde, ja, wo ich sage, wow, aber was, wie viel Flanker Yves Saint Laurent will ich euch zeigen? Klar, wenn mal wieder was Außergewöhnliches dabei ist, keine Frage. Ach, ich rede schon wieder viel zu viel. Hier hat sich ein Montal versteckt, das ist der Dark Purple. Ein guter Anfänger-Montal ist ein Duft, der sehr stark projiziert. Also das ist nichts fürs Büro oder so, das ist eher mal abends zum Weggehen, wenn man mal ein bisschen Gas geben möchte, finde ich. Da hinten ein Duft, über den spricht, glaube ich, niemand. Das ist der Archot Provocateur, der Aphrodisiac. Riecht sehr, sehr außergewöhnlich, wie kein zweiter. Und das ist auch was ich einfach mag. Ja, diese normalen Designer riechen teilweise momentan so ähnlich. Und ich stehe aber halt auch auf Düfte, die gerne auch mal ein bisschen anders riechen. Genau. Was haben wir denn da hinten? Ah, da hat sich der Zara hingeschlichen. Da gehört der eigentlich gar nicht hin. Dafür ist er eigentlich viel zu dunkel. Ja, das ist der Zara Rich Warm Addictive aus der Tobacco-Kollektion. Habe ich euch in letzter Zeit öfter gezeigt. Und ja, der ist auch wirklich, wirklich schön unisex in meiner Nase. Gut, wo geht es weiter? Ach, das ist ein ganz, ganz alter Duft, den gibt es schon 100 Millionen, 1000 Jahre nicht mehr. Und das ist der Gucci by Gucci. Das ist also wirklich, ich glaube, der ist 20 Jahre alt. Der ist so gut wie leer. Der steht halt auch da, der darf hier wohnen. Und der wohnt hier gut. Genau. Dann haben wir hier den Arcade von Lubin. Ein Meisterwerk eines Duftes, ja, Geschmackssache, sehr viel Amber, sehr viel Rauch, aber nichtsdestotrotz, wenn man wirklich nur auf die Qualität schaut, ist das einer meiner qualitativ hochwertigsten Düfte in meiner Sammlung. Und das ist zwar ein Nischenduft, der ist auch teuer, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel manche andere Designer anschaue, ja, also kurzum, der ist jeden Cent wert, wenn man diese Art von Düften mag. Da hinten versteckt sich einer, den ich schon lange nicht mehr getragen habe, der Gucci Guilty. Oh Mann, ich schäme mich, wenn die so, also man sieht, die sind hier sehr verdappelt und das ist aber auch schon wirklich ein alter Flakon. Die sehen heute nicht mehr so aus. Gucci Guilty habe ich mal sehr gerne getragen.
vor vielen Jahren, ist ein Fliederdüftlein. Tesori di Oriente Byzantinum. Ich denke, den kennen sehr, sehr viele. Genau, ist so ein bisschen auf orientalisch gemacht. Hier, die müssten euch bekannt vorkommen. Hier habe ich die Vanilledüfte von Zara. Ich habe mir ja bewusst nur die drei gekauft, weil einer ist mir einfach zu dupe-lastig gewesen von, was war denn das für ein Dupe? Ah, heute habe ich es nicht so mit dem Gehirn, Leute. Mir fällt es nicht ein. Ich habe mich auf jeden Fall für drei entschieden. Das ist der Supreme Vanilla, der Starlight Vanilla und Vanilla Vibration. Und die werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen. Die habe ich jetzt in letzter Zeit fleißig getestet. Und ich bereue schon bei dem einen oder anderen, dass ich ihn mir nicht doch in groß gekauft habe. Aber das erzähle ich euch gerne noch in einem anderen Video. Sonst kommen wir hier nicht durch. Das hier hinten ist nur leer. Genau, dann gehen wir eine Station tiefer. Leute, das ist nicht das qualitativ hochwertigste Video von mir. Ja, es geht hier wirklich um Information. Ich baller euch hier wirklich nur die Dinge raus und ich hoffe, ihr seid trotzdem einigermaßen entspannt und es gefällt euch trotzdem irgendwie so ein bisschen. Ja, also die Perspektiven und so, ich sehe schon in der Kamera, ich bin jetzt nicht hundertprozentig begeistert, aber wir machen jetzt mal weiter. Mein allerneuester Duft ist der Rasasi. Das ist der, pass auf, das hat mir eine Zuschauerin empfohlen. Erstmal vielen Dank. Das ist der Rasasi Epa. Wie heißt denn der jetzt noch? Ah, Quasamat. Quasamat Epa. Jetzt habe ich mal, ob du den siehst. Genau. Leute, wieso spricht niemand über diesen Duft? Was ist denn los in der Parfumwelt? Das ist für ein cooler Duft. Ich sag's euch, Leute. Der wird noch mal eine große Rolle spielen in einer meiner Videos, weil der nämlich eine ganz besondere Vanille hat, von der unbedingt berichtet werden muss. Also der Quasamat Epa von Rasasi. Oh, ist ein Gourmand, aber ich verrate noch nicht so viel, weil das ist ja hier, wie gesagt, nur eine Bestandsaufnahme. Wenn du dich fragst, wo meine ganzen Latafa-Düfte sind, die habe ich extra abgefilmt. Das Video ist auch schon online. Wenn du das sehen möchtest, das verlinke ich dir oben. Das kannst du, wenn du dann noch Bock hast, nach diesem Video, kannst du dir auch gerne meine Latafa-Düfte ansehen. Und by the way, ich habe schon wieder bei Latafa bestellt. Ist einfach so, ich habe es wieder getan. Ihr seht schon, wir sind hier so bei diesen braun-goldenen Düften. Hier sind wir bei Whispers in the Library von Replika. Auch ein wunderschöner Duft, zeige ich immer mal wieder in die Kamera, weil er es wirklich verdient hat. Mein allerliebster Gourmand. Und ich habe ihn letztens vor ein paar Tagen mal wieder getragen. Und ich dachte mir, ach komm, Lira ist doch auch schon so abgelutscht. Und nein, ist er nicht. Also für mich nicht, nee. M-m. Ich habe den getragen und habe so gern an mir geschnüffelt. Lira ist so ein schöner Gourmand-Duft mit einer, ach, das ist wirklich ein Duft, den ich wirklich richtig liebe. Und das, da ist nicht mehr allzu viel drin, den werde ich mir nachkaufen. Da werde ich auch keinen Dupe kaufen, weil jedes Dupe von diesem Duft weiß, ich würde mich wahrscheinlich enttäuschen. Das ist ein Duft, der ist wirklich schweineteuer, aber der muss irgendwann wieder einziehen, wenn er leer ist. Hier, das ist nur eine Leerflasche, das habe ich vor kurzem bei eBay ersteigert. Das ist eine ganz alte Tosca-Flasche, die fand ich irgendwie so cool. Und die darf jetzt vorerst mal hier wohnen und die kriegt auf jeden Fall noch einen schönen Platz. Diese Sachen sind hinten übrigens leer. Dann haben wir hier den Obsession von Calvin Klein. Das ist noch ein alter Flakon aus den 90ern. Genau, den nutze ich so jetzt eigentlich aktuell nicht mehr. Der ist mir zu heftig. Diese 90er-Düfte waren einfach heftig, ja. Und es sind wir gar nicht mehr so gewohnt. Der darf hier quasi auch vor sich hin wohnen. NYX Prodigious Eau de Parfum oder Le Parfum heißt er. Le Parfum. Auch ein schöner Duft. Habe ich gerade im Sommer schon öfter mal gezeigt, bin ich mir relativ sicher. Dann hier die wohl basicste und schönste und wahrscheinlich auch hochkonzentrierteste Vanille, die es so gibt. St. Barth, der Vanille West Indies.
Genau, der ist so hoch konzentriert an Vanille. Guckt ihr mal. Seht ihr das? Das ist der Hammer. Das ist wie Öl, was da drin ist. Dann der Vanilla Touch, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich weiß, viele schwören und lieben, also schwören auf den und lieben den. Ja, also der kostet 3 Euro. Mal wieder sprühen, Moment. Ja, ist okay. Haut mich nicht von den Socken. Muss er auch nicht für 3 Euro. Dann habe ich hier ein paar Spirit. Da habe ich mir nicht einen einzigen selbst gekauft, sondern ich kriege sowas immer mal wieder geschenkt. Spirit, mal gucken, ob ihr das seht. Genau. Of Joyful Blossom, dann Of Velvet Bouquet und Of Cashmere Musk. Genau, da ist einer dabei, der ist super gut. Wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr da ein bisschen was sehen wollt zu diesen Spirit-Düften, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Einer meiner liebsten Designer, wo ich wirklich noch sage, endlich traut sich mal wieder was, traut sich einer mal wieder was und riecht nicht alles gleich. Das ist der Bottega Veneta Illusione. Und ich weiß, viele sagen, der hält nicht. Ich kann das nicht bestätigen. Bei mir hält der super. Und es ist wirklich ein außergewöhnlich und außergewöhnlich schöner Designerduft, den man unbedingt mal gerochen haben sollte. Aber nicht am Vorbeigehen, wenn man eh mal beim Douglas steht, während man noch 10 andere Düfte testet, sondern der hat es wirklich verdient, dass man den auch einfach mal solo testet. Ganz wichtig finde ich das bei dem. Hier der alte Bekannte, den ich euch gerade schon gezeigt habe, mein Chanel Nummer 5 Eau de Toilette. Hier habe ich den Un Jardin sur la Lagune von Hermès, ein schöner Sommerduft. Der riecht wirklich wie so ein Garten in einer Lagune, sehr wässrig. Mag solche Düfte nicht so gerne, aber das ist wirklich einer, den ich im Sommer sehr, sehr gerne trage. Gabrielle Chanel Encens, ein klasse Duft für eine klasse Frau. Also ich finde, das ist wirklich so ein klasse Duft einfach. Also ganz, ganz schön. Dann haben wir wieder einen von denen. Ihr merkt schon, das ist der tja, Andalusian Soul von The Merchant of Venice. Habe ich auch Gebrauch gekauft. Den wollte ich eigentlich noch viel mehr testen. Habe ich noch nicht so, also da kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen. Die hauen mich jetzt alle nicht so von den Sockeln. Da habe ich bessere von The Merchant of Venice. Die kommen aber noch, wenn wir bei den bunteren Flakons sind. Genau. Hier hinten verstecken sich noch zwei Zara, sehe ich gerade. Der Zara Amber Fusion und der Zara Sublime Epoch. Sublime Epoch riecht so ein bisschen wie My Way. Und der Amber Fusion, da denkt man ja Amber, ja, es ist was Winterliches, das ist eigentlich hier ein totaler Sommerduft. Sehr frisch. Genau. Histoire de Parfum der Ambré 114. Ein sehr, sehr schöner Amberduft, den ich im Winter wieder tragen werde. Der hat auch so eine schöne Thymiannote und Amber und Vanille. Also ein richtig, richtig schöner Winter- und Herbstduft. Oh, auf den freue ich mich eigentlich schon wieder richtig. Coco Mademoiselle Chanel und zwar das Eau de Parfum Intense. Muss ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel sagen. So, ich wechsle mal kurz die Perspektive. Moment. So, ich bin jetzt mal rübergegangen, dann ist es besser. Dann haben wir hier den Satin von Lalique. Ein schöner, bezahlbarer Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Ist ein No-Brainer. Der geht immer, der geht zu so vielen Gelegenheiten. Ist was Pudriges, was sehr, sehr Feminines. Ja, wenn du pudrige, feminine Düfte magst, solltest du dir mal den Satin anschauen. Dann einer meiner allergünstigsten, aber mit Abstand besten, von den günstigen meine ich jetzt, also ich wirklich, ich rede hier von unter 10 Euro, der Jean en Provence Iris und Neroli. Das ist genau das, was draufsteht. Du bekommst eine Iris und du bekommst Neroli und der ist Unisex. Und der ist wunderschön und ach, den mag ich im Sommer sehr, 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 sehr gerne. Dann habe ich hier noch einen Chanel und zwar Coco Mademoiselle. Diese Flasche ist,
ich hätte jetzt fast gesagt 100 Jahre alt, stimmt natürlich nicht, die ist von 2003, glaube ich, oder 2002, ich weiß nicht genau, wann Chanel rauskam, da habe ich noch ein bisschen drin und ich schnupper immer mal wieder gern an dem, obwohl der hier schon total messy ist, seht ihr das? Ja, also ich nutze den auch nicht mehr, aber wenn ich da dann schnupper, weiß ich genau, wie hat denn eigentlich Chanel Coco Mademoiselle früher gerochen, in welchen Duft habe ich mich damals verliebt, welche Bombe war das? Ja, das war er. Die Betonung liegt auf war. Ah, Greenie Street. Greenie Street von Etro wird leider auch nicht mehr produziert. Es war ein außergewöhnlicher, wirklich ein außergewöhnlicher Duft. Keiner hat so gerochen. Ich hab den damals bei einer Patientin entdeckt, die war bei mir Patientin. Und habe ich mir sofort nachgekauft. Und oh, schade, 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 dass der nicht mehr produziert wird. Ein wirklich schöner Duft. Schreib mir auch ruhig mal in die Kommentare, wenn du einen dieser Düfte auch besitzt und sagst, oh, der ist gut, der ist schlecht, oh, warum wird der nicht mehr produziert? Bist du dir sicher? Also ballert mich zu mit euren Kommentaren. Das ist für meinen Algorithmus ganz, ganz wichtig. Lasst auch gerne ein Like da oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Klar, ihr dürft hier machen, was ihr wollt, außer beleidigen und das macht hier eh keiner. Wir sind ja hier kultivierte Parfümmenschen. Aqua Colonia Vanille Chestnut von 4711 ist ein Duft, der immer sehr gehypt ist, der mittlerweile sehr teuer geworden ist, obwohl es ein Cologne ist. Ist halt genau das, was draufsteht, ne? Es ist ein Kastanienduft mit Vanille. Er ist schön. Das ist auch wieder sowas, den mag ich schon gar nicht mehr tragen, weil es ihn nicht mehr gibt und weil er so gehypt ist. Und da muss ich echt an meiner Einstellung arbeiten, dass ich mir auch wert bin, einen Duft zu tragen, der ja teuer ist. Beziehungsweise, was heißt teuer? Teuer wäre noch nicht mal das Problem, sondern ein Duft, den es dann einfach nicht mehr gibt. Die Mutter aller Puderdüfte, ein Biest, Lorenzo Villoresis Ton de Neige. Das ist ein Biest, ein Puderbiest, ein Biest in der Haltbarkeit. Du wirst 4 Kilometer gegen den Wind gerochen und du riechst wie eine Bosslady, finde ich zumindest. Dann ein wunderschöner All-Time-Duft Lacoste Pour Femme. Ich fand es so witzig, meine Mutter war vor kurzem hier im Keller und als er hochkam, irgendwie später haben wir uns unterhalten. Das heißt, sag mal, du riechst so gut. Ich dachte mir noch, das ist doch Lacoste, die hat doch den Duft gar nicht. Sagt sie, ja, ehrlich gesagt, habe ich den im Keller stehen sehen bei dir und habe mich einmal eingesprüht. Also dann habe ich mal wieder bei jemand anders gerochen, wie gut dieser Duft eigentlich riecht. Der hat so einen schönen gepflegten Hautakkord. Ah, das ist ja auch so ein Duft, den man in der Sammlung haben muss, wenn man auf so No-Brainer steht, die immer gut ankommen. Und ja, also Lacoste Pour Femme, klasse. Hier haben wir einen Irresistible von Givenchy. Den habe ich noch relativ wenig getragen, obwohl der eigentlich eine wunderschöne Birne hat. Kommt der selten zum Einsatz. Der muss hier mal auf mein Tablett nach oben. Nude Bouquet von Zara, naja, das ist genau das auch, was draufsteht. Das ist einfach ein nudiger Duft. Das heißt, der ist frische Blumen. Das ist ein frischer Blumenduft. Ja, mit dem tut man niemanden weh. Man wird aber auch jetzt keinen Außergewöhnlichkeitspreis dafür gewinnen. Im Gegensatz zu einem völlig underrated Duft, ich spreche hier von Calvin Klein Beauty. Den habe ich letztens getragen, als ich jemanden ins Krankenhaus begleitet habe zur Geburt. Also ich habe ihn nicht zur Geburt getragen, sondern ein paar Tage vorher zur Kontrolle. Und die Hebamme ist mir nachgegangen und hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, warum riechen Sie so gut? Was haben Sie? Und ich habe dann auch meinen Kanal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob sie abonniert hat. Wenn Sie hier zusehen, ja, Sie dürfen gern mal ein Hallo da lassen. Genau, also Calvin Klein Beauty ist wirklich ein schöner Duft, der völlig underrated ist, der immer so in dieser Krabbelkiste landet bei sämtlichen Parfumläden. Also schau dir den ruhig mal an und der wird auf der Haut schöner als auf dem Teststreifen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Der letzte in dieser Reihe, wir haben immer noch so viele Leute,
hoffe, ihr könnt noch. Ihr könnt auch ruhig mal Pause drücken, auf Toilette gehen, ein paar Chips holen, ein Sektchen, ein Wasser, ich weiß es nicht. Ja, also fühlt euch wohl, während ihr euch von mir berieseln lässt. Genau. Der Aqua Allegoria Pamplelün ist einer der heftigsten Grapefruit-Düfte, die ich in meiner Sammlung habe, weil ich Grapefruit bei mir gerne mal, gerne mal schweißig wird. Also ich empfinde es oft so nach Schweißgeruch. Der hat es nicht so stark. Also auf der Haut wird der sehr cremig. Ist einfach Guerlain-Qualität. Trage ich ausschließlich im absoluten Hochsommer. Genau, dann haben wir schon wieder eine Reihe geschafft. Dann gehen wir jetzt zu den bunteren Düften. Bis gleich. So, die vorletzte Reihe, meine bunte Reihe. Die Kartons hinten sind, wie gesagt, alle leer, außer der Tosca. Ich hole euch den mal. Das ist ein ganz alter Duft. Dürft gerne mal reingucken, wenn ihr möchtet. Genau, das ist wirklich aus den, 60er, 70er, 50er Jahren. Da ist auch noch eine Seife dabei. Das hat reine nostalgische Gründe, warum der hier steht. Ich benutze den ganz, ganz, ganz selten mal nur ein Tröpfchen, weil ich einfach manchmal diesen Geruch mag, weil er mich so auch zum Beispiel an meine Omi erinnert. Genau, wieso ist die Kamera jetzt unscharf? Was soll das? Hallo, fokussierst du bitte mal? Ja, wir beginnen links. Aqua di Parma Blu Mediterraneo. Ein schöner Duft, ein Unisex-Duft, hat auch eine Grapefruit. Ist für mich ein Duft, den ich fast ausschließlich in Italien trage, weil ich mich in Italien in den nämlich verliebt habe. Daneben haben wir Tiffany. Tiffany Entence, der Tiffany, Leute, wenn ihr den jemals testet, niemals, niemals auf einen Teststreifen, unbedingt, wirklich unbedingt, auf eurer Haut, sonst werdet ihr den ganz schlimm finden, vermutlich. Das ist ein Duft, der ist Minimum 20 Jahre alt. Ja, ich höre ja immer wieder, ja, die Düfte halten noch nicht. Dieser Duft ist 20, also das reicht nicht, Moment. Jetzt haben wir 2023, 2003. Also ich sage jetzt mal 22 Jahre müsste der alt sein. Das ist ein, der heißt Onde. Onde, ja genau. Ekstase und ist von Armani. Genau. Und ich werde jetzt mal, ich habe den ewig nicht gerochen und nicht gesprüht. Ich sprühe den jetzt und ich werde euch sagen, ob der noch gut ist. So, ob der gekippt ist. Ich kann mich noch gut an den Duft erinnern. Ja, wohl der erste Sprüher. Moment, das war ja noch das, was in diesem Schläuchlein drin ist. Moment. Na, der ist nicht gekippt. Der erste Sprühstoß war eklig. Also das ist eklig. Man konnte sich denken, na, so hat er nicht gerochen. Und jetzt, wo dieses Schläuchlein hier leer war, der ist immer noch tragbar. 22 Jahre später. So, was haben wir hier? Tesori di Oriente, Talasso Therapy, trage ich nie, war ein Blindkauf. Ja, der darf jetzt einfach mal hier wohnen vorerst. Was haben wir hier? Einen Lolita Lempicka, welcher das ist, weiß ich jetzt nicht. Schreib mir mal in die Kommentare, ich glaube, ich habe den mal geschenkt bekommen. Schreib mir mal in die Kommentare, wenn du weißt, was das für einer ist. Genau. Dann ist das zum Beispiel La Fenice, einer der schönsten Düfte von The Merchant of Venice, zumindest für Frauen. Ist für mich ein ganz, ganz schöner Frauenduft. Einer meiner absoluten Lieblinge tatsächlich ist dieser, ist dieser Fenice. Moment, wie heißt denn der richtig? Ich habe jetzt schon so viel geredet. La Fenice, ja genau. Pur Femme, La Venice Pur Femme müsste der heißen.
Ist auf jeden Fall einer der schönsten aus dem Hause von The Merchant of Venice. Hier hinten habe ich einen ganz, ganz günstigen Gourmand. Macaron Amande. Ist so ein Pistazienduft. Wenn du diesen Pistachio Gelato magst von Kajali, dann wirst du den wahrscheinlich auch mögen. Der kostet allerdings nur 10 Euro. Dann habe ich Ciella di Seta, Ferragamo, Salvatore Ferragamo. Ich finde die Flasche ja wunderschön, ne? Der Duft ist allerdings nicht so der Knaller. Also da habe ich was abgefüllt. Das habe ich nicht alles verbraucht. Muss ich mal gucken, ob der schon gereift ist. Also jetzt so im Frühling hat er mir noch nicht gefallen. Da war er aber brandneu. Dann versteckt sich hier nochmal ein Zara. Das ist das Hipster-Oud. Das ist einer der schlimmsten Düfte. Der gesellt sich zu dem hin, den ich euch als erstes gezeigt habe. Give Me Love von Larif. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mir den Duft gekauft habe. Und ich weiß vor allem auch nicht, warum der noch in seiner Umverpackung ist. So kostbar ist er nämlich nicht. Ganz ein schlimmer Duft. Ganz, ganz schlimm in meiner Nase. Sorry, Larif. Und sorry an alle Leute, die den feiern. Kein Stress, macht es gerne. Ich finde den nicht so knallig. Ich finde ihn eigentlich ziemlich schlimm, wenn ich ehrlich bin. Gut. Candy, der gute alte Candy. Dann haben wir hier Montgola Intense. Ich glaube, ich muss jetzt hier ein bisschen schneller, damit ihr euch nicht langweilt. Dann habe ich noch ein bisschen Sie von Giorgio Armani, also das Fiori, das ja leider discontinued ist, aber da habe ich ja einen relativ guten Tube gefunden, beziehungsweise einen Duft, der mich sehr an Sie Fiori erinnert. Genau, hier ist Pink Sugar. Ja, süße Plörre im positiven Sinne. Für das, dass der so günstig ist. Also der riecht wirklich nicht so günstig, wie er ist. Muss man wirklich sagen, ein Komplimentenmagnet, wenn Leute süße, vanillige Düfte mögen, kann man sich den gerne mal zulegen, wirklich. Dann haben wir hier das gute alte Baccarat Rouge in Original Eau de Parfum. Ich muss ja schon fast dazu sagen Original, weil es gibt ja so viele. Naja, ihr wisst ja selber. Genau. Pure Poison von Dior. Ein wunderbarer Designerduft. Nicht zu verachten. Sehr, sehr, sehr schön. Hier der 100 Silent Ways von Nishane. Ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Den habe ich sogar in ziemlich groß. Ist pricey, aber ein wirklich schöner Duft. Genau. Dann geht es weiter mit Archot Provocateur Fatal Entrance. Ist ein Duft, den ich tatsächlich auch geschenkt bekommen habe von einer lieben Zuschauerin. Habe ich leider noch viel zu wenig getestet, kann ich viel zu wenig drüber sagen. Dann einer, den ich mir in der Drogerie mitgenommen habe, und zwar dieser Candy. Das ist nicht der normale Candy, sondern, ja, wie heißt du denn, Schätzchen, ne? Ich liebe das ja, wenn die das nicht mehr draufschreiben und man das wissen soll. Muss ich einblenden, mir fällt es nicht ein und es steht mal wieder nicht drauf. Eine Flanker von Candy, den ich irgendwie cool fand in der Drogerie, aber ich ihn jetzt eigentlich wenig trage, wenn ich ehrlich bin. Dann ist umgefallen ein Escada-Duft, Cherry in Japan. Oh, habe ich auch noch nicht richtig benutzt. Dann ein einziger Larif, den ich gut finde bis jetzt. Das ist der Her Choice, weil der wirklich sehr nach My Way geht. Also ich würde mir den My Way tatsächlich nicht im Original kaufen, weil der riecht einfach richtig gut, der Larif. Und der kostet wirklich, ich glaube, 6, 7 Euro. Dann habe ich hier einen tollen Roll-On. Genau, der nennt sich, das fand ich nämlich so spannend, Düfte der Bibel. Ja, das ist so ein Roll-On. Sieht doch klasse aus, oder? Und der vereint alle, oder vereint einfach ja, Duftnoten, die man früher zu Zeiten von Jesus getragen hat. Also Narde und ganz, ganz toll. Und ich bin ja Christin, ja. Und ich fand das irgendwie so super, dass es sowas gibt.
Also der wird vermutlich auch für immer in meiner Sammlung bleiben. Und oft rieche ich auch mal dran und manchmal benutze ich den auch. Ja, genau. Dann haben wir hier nochmal einen Prada Candy Florale. Der ist so gut wie leer. Wird auch nicht nachgekauft. Dann haben wir hier die Delina La Rosée. Die einzige Delina, die ich in meiner Sammlung habe. Bin nicht der größte Delina-Fan, aber die La Rosée ist wirklich, wirklich schön. Man riecht einfach hochwertig nach Rose. So, ist richtig gut, wenn man auch keine Rosendüfte mag, so wie ich. Dann habe ich hier einen Bulgari-Duft. Wie heißt denn du, Schätzchen? So, sehe ich jetzt auch nicht, weil man bin schon so blind von diesem Licht, das hier herblendet. Ich blende es euch ein. Ich weiß nur noch, dass ich mir den blind gekauft habe, weil ich mir einen Hibiskusduft eingebildet habe. Und da ist nämlich Hibiskus drin. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Ja, da kann man sich eine ganze Flasche drauf sprühen, wenn man möchte. Und deswegen riecht er trotzdem nur 2 Stunden. So, ich glaube, nein, ich habe euch einen vorenthalten. Haha. Das ist Chez Extra Pop. Ich habe keine Ahnung und ich schwöre, dieser Duft, den habe ich noch nie benutzt. Das war mal so ein Kauf bei Notino, weil ich irgendwie nicht wusste, jetzt, wenn ich Versandkosten bezahlen muss, dann kann ich mir auch genauso gut noch einen Duft mitbestellen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den bestimmt einmal gerochen und dann nie wieder und habe den irgendwie abgehackt, so für mich. So, ich finde nämlich die Flasche irgendwie cool. Kitschig? Ja, gut. Aber trotzdem irgendwie cool. Vielleicht kennt den jemand. Wenn du den kennst, dann schreib mir doch da mal was runter. Das würde mich richtig interessieren. So, und jetzt haben wir noch eine einzige Lage. Und dann haben wir es nämlich. Weil wenn ich euch jetzt auch noch, ich überlege, ob ich euch noch die Klone zeige. Ich glaube, da muss ich ein extra Video machen. Das schafft man nicht. Also, es kommt jetzt noch eine Lage. Da sind auch noch ganz, ganz schöne Düfte dabei. Oh ja, ganz schöne sehe ich gerade. Okay. Die untere Reihe fällt jetzt ein bisschen geringer aus. Da stehen meine weißen Düfte, beziehungsweise, ja, die halt das meiste an Weiß haben. Da habe ich anscheinend nicht so viele. Memo an mich selbst, mehr weiße Düfte kaufen. Genau, ich fange an mit dem Extreme Amber, den habe ich euch letztes Jahr im Herbst, Winter mit Sicherheit gezeigt. Ein richtig, richtig guter Duft für 20 Euro aus dem DM oder so. Sehr schön, Louis Varel Extreme Amber. Also wenn du mal beim DM bist, teste den gerne mal. Wenn du so Amberdüfte magst, dann könnte der echt was für dich sein. Dann ein Kappa Eau de Parfum und zwar das Weiße. Das ist auch ein schöner Duft. Ich habe den mal so gerne getragen, dass ich mir dachte, ja, was ist denn los mit mir? Wieso trägst du denn nur noch diesen Kappa-Duft? Ja, nee, hat sich schon wieder gelegt. Aber ich fand den mal eine Zeit echt richtig gut. Und für das Geld auch wirklich, wirklich ein guter Duft. Dann habe ich hier eine Abfüllung, die ich... ja, trotzdem irgendwie bei den Düften stehen habe. Ich weiß gar nicht, wieso. Wood Sage and Sea Salt von Jo Malone. Wunderschöner Duft, aber hält leider nicht gut. Wood Sage and Sea Salt, wirklich schön. Dann einer meiner kostbarsten Düfte. Was heißt kostbar? Ich rede hier nur von meinen, also nicht geldmäßig kostbar. Doch ist er auch mittlerweile, aber der ist einfach richtig toll. Das ist Maison Francis Kirkchans A Pomme Femme, also für die Frau. Und der ist discontinued, Leute, schon seit mittlerweile 1-2 Jahren. Den habe ich irgendwie immer in der Originalverpackung drin, weil ich den auch im Alltag nicht nutze. Sind wir wieder bei dem Punkt, da ist er mir irgendwie zu schade. Ist ein ganz besonderer Duft. Ich verstehe nicht, warum er den rausgenommen hat aus dem... aus dem Sortiment. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege ganz oft bei Parfumo Leute, die mich anschreiben und sagen, hey, sorry, ich habe gesehen, du hast den Apom. Ich gebe dir so und so viel, 100 Euro, würdest du mir den her verkaufen? Und nee, mache ich nicht. Der ist nämlich wirklich besonders. An einem besonderen Tag irgendwann werde ich den dann mal wieder tragen. Ansonsten darf er hier in seiner Verpackung schlummern.
gibt es auch einen sehr guten Tube dazu, muss ich wirklich sagen. Also ein Duft, der dem wirklich sehr ähnlich kommt, kann ich euch auch gerne mal vorstellen, wenn das für euch interessant ist. Okay, weiter geht's. Das ist Le Note Gourmandes von Reminiscence, auch ein sehr süßer, schöner, angenehmer Imagea-Duft. Dann kommen hier ein paar, die ich immer mal wieder vorstelle. Das ist von Jean en Provence, glaube ich, auch, oder Jean Artist, Moment. Jean en Provence. Ich finde die Flaschen genial. Ich glaube, eine Flasche kostet 5 Euro bei, wo gibt es die? Bei Notino, gell? Da ist mein Liebling tatsächlich der Wehrwein Cedra, ein ganz frischer. Guckt mal, was ich da schon gebraucht habe. Das ist für meine Verhältnisse echt viel. Weil wir haben zwar jetzt dann meine Düfte durch, aber ich habe ja noch so viele Abfüllungen, die ich auch wirklich ganz viel nutze. Und ich habe ja noch ganz viele Duftzwillinge, die ich ja auch noch nutze. Und ich habe ja noch ganz viele Latafa. Leute, das ist zu viel. Ihr müsst nicht denken, dass das normal ist. Das ist nicht normal. Genau. Also diese Jean en Provence habe ich hier, den Wehrwein Cedra. Da ist es leider abgegangen. Aber der ist eh nicht gut. Mit Apfel irgendwie. Dann der Jasmin Secret, der ist auch gut. Und der Al Ombre de Amandes, der hat auch so eine Mandelnote. Leute, ich werde es vermutlich falsch aussprechen. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Baller One Eau de Parfum wurde mal eine Zeit lang ziemlich gehypt, auch auf YouTube und überall. Ist auch ein schöner Gourmand-Duft. Trage ich auch sehr, sehr gerne. Immer mal wieder habe ich so einen Hieper auf den. Dann, oh, der ist auch schön. Trussardi Donna. Kein Mensch spricht über diesen Duft und ich finde den ganz, ganz schön. Der hat eine ganz weiche Zitrik zum Beispiel. Dann Gypsy Water von Byredo. Ja, ist auch wahnsinnig teuer für das, was er kann. Er hält nämlich nicht allzu lange, aber ich stehe einfach so auf dieses Gypsy Water. Ich mag den einfach. Dann haben wir hier einen Elizabeth Taylor Duft. So, wie heißt du denn, mein Schatz? Forever Elizabeth. Ja. Ich finde den jetzt nicht so klasse. Den habe ich mir mal blind ertauscht. Ja, die Flasche ist ganz nice, aber vielleicht kann ich mich mit dem nochmal anfreunden. Vielleicht muss ich den auch einfach nochmal ein bisschen testen. Bei so vielen Düften vergisst man dann auch hier und da mal, dass man denkt, ach, den wolltest du eigentlich nochmal testen. Ja, und so einer ist das hier zum Beispiel. Jasmin Marzipan von Maison Lancôme. Ist also diese Nischen-Edition von Lancôme. Wird auch nicht mehr produziert. Deswegen schläft der hier auch in seiner Verpackung. Damit ich nicht auf die Idee komme, den ständig zu sprühen, wenn ich irgendwie zum Aldi fahre. Schöne Bottle. Leider discontinued. Wunderschöner Duft. Ist für mich so ein absoluter Brautduft irgendwie. Hat nichts von Marzipan. Ist ein schöner Jasminduft. Aber wie gesagt, gibt es eh nicht mehr zu kaufen. Brauchen wir uns gar nicht lange drüber unterhalten. Beige Chanel. Toller Alltagsduft. Ja, habe ich hier in der 200 ml Bottle. Ich denke, der Füllstand sagt alles. Oh, das ist auch so ein wunderschöner Duft. Tardes. Carna Barcelona der Tardes mit einer schönen Sellerienote, habe ich euch vor kurzem auch mal in einem Video vorgestellt. Wunderschön, wunderschön, wirklich wunderschön. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann haben wir hier Divine Vanille von Essential Parfums, ist auch eine Nischenmarke und es ist ein sehr, sehr schöner Vanilleduft. Ich glaube, auch hier sagt der Füllstand so einiges aus. Und zum Schluss, und das ist ein toller Duft von Maison Marciella. Es ist der By the Fireplace. Und By the Fireplace ist einfach ein Duft, der wirklich riecht, als würde man an einem Lagerfeuer stehen. Und danach hat er eine wunderschöne Vanille.
muss man einfach mal getestet haben. So, mit den Düften haben wir es und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, das war's jetzt. Wir haben es geschafft, alle Düfte einmal durchgegangen. Ganz wichtig, schreib mir unbedingt in die Kommentare, welchen Duft noch, du noch genauer sehen möchtest. Wenn du noch irgendeine Frage hast, nur her damit. Und unbedingt den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch nicht meine Dupe-Sammlung und meine Abfüllungen. Die werde ich dir auch noch zeigen. Es passt einfach nicht alles in ein Video. Und meine Latafa-Sammlung habe ich ja, wie gesagt, bereits abgedreht. Die kannst du jetzt schon anschauen. Die werde ich dir auch hier jetzt einblenden. Und ja, wir sehen uns bald wieder, hoffe ich zumindest. Tschüss, deine Melanie.